Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Wir kehren gerade zurück in die Realität und gucken, was unsere Freunde zu sagen haben, bevor wir dann wieder in die Nicht-Realität unserer Realität wandern. Oh yeah. Das ist der Plan für heute. Aber jetzt erstmal gucken wir uns mal um. Rausgehen bringt wahrscheinlich nichts. Obwohl, wir wollten einmal pro Sequenz rausgehen, ne? Komm, machen wir. Nicht zu schnell aufstehen. Ja, du ich auch. Gibt's was Neues von draußen? Rebecca hat das Telefon angeschlossen. Die Templer bewachen immer noch die Grenzen und Wedek hat auch gut zu tun. Was zu tun? So wie es aussieht, bildet er Abstergo-Agenten mit Animus-Daten aus. Das heißt? Abstergo bereitet einen Frontalangriff vor. Aha. Hallo, Mädel? Du der einzige Assassine in Abstergos Animus-Abteilung. Wie kommst du an Daten von denen? Ein paar Passwörter klappen noch, aber ich komme nicht tief ins Netzwerk rein. Wenn du das sagst. Ich bin beschäftigt. Du aber nicht. Schon mal getötet? Auch schön, dich zu sehen. Ich war mit so einem Elektronikspezi zusammen, als die Assassinen mich erstmals kontaktierten. Und? Jetzt bin ich Single. Machst du Witze? Natürlich nicht. Glaubst du, ich würde Witze über jemanden machen, den ich getötet habe? Der Tod ist nur lustig, wenn er weit weg passiert. Ich weiß es. Und mehr werde ich dazu nicht sagen. Sie hat ihren Freund getötet? War der von Abstergo? Die Übersetzungssoftware hast du aber nicht gepatcht. Nee, ist noch buggy. Im Italienischen nur kleine Aussätze, aber bei Französisch und Spanisch musst du aufpassen. Muss das fertig kriegen. Eine Idee zu der Chiffre, die Machiavelli mir gab? Ich meine, Ezio. Ohne Schlüssel nicht zu entziffern. Ein Einmalschlüssel. Was ist das? Ein Chiffre mit einem einmaligen Schlüssel. Stell dir vor, jemand nimmt von jedem Wort der Unabhängigkeitserklärung den ersten Buchstaben, um etwas zu kodieren. Ohne die Erklärung selbst ist es nicht zu entschlüsseln. Vielleicht durch den Computer jagen? Es gibt ein paar Dinge, die selbst ein Computer nicht kann. Lieben zum Beispiel. Lieben. Ja, deine Beziehung mit seinem Computer, würde ich gar nicht wissen, du. Und Sean? Gibt's auch eine Mrs. Sean? Wie hieß die Gute noch gleich? Kate? Ah, ja. Kate. Katie, 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 Kitty Cat Kate. Hat geschnurrt bei mir wie ein Kätzchen. Ja, genau. Ich weiß rein zufällig, dass du nicht mal unters Hemd durftest. Oh, was? Was? Wir waren essen. Du warst essen? Mit Kate? Ach ja, muss arbeiten. Ezio wartet. Okay, springen wir doch ein bisschen rum. Tauben sammeln sich auf Vorsprüngen, von denen aus ein Todessprung möglich ist. Vielen Dank für die Info, das wusste ich allerdings noch nicht. Denn ich habe ja nicht irgendwie nur schon 50.000 Assassin's Creed hier mit euch zusammengespielt. Das fand ich immer ganz merkwürdig, warum sich Tauben da sammeln, wo ich runterspringen kann. Ich meine, Tauben sind nicht gerade dafür bekannt, dass sie sich bei Heu stapeln. Oder doch? So. Wo möchten wir denn heute hin? Da ganz nach oben. Und da laufen wir doch in Christinas Hände. Ja. Und dann können wir auch gleich die Zusatzänderung machen. Das ist ja fast wie gewollt. Ah, sehr schön. Das gefällt mir doch. Moment, Christina. Das andere war Claudia. Wer ist Christina? Ich dachte, das wäre Claudia gewesen. Claudia-Erinnerung. Christina. Christina, war das nicht die wir in Florenz damals, als wir ganz jung kannten? War da nicht so etwas? Die wir da besucht haben in Assassin's Creed 2, direkt am Anfang. Da waren wir ja noch nicht ein Assassine. Und haben sie doch nachts besucht. Ich glaube, das war Christina. Kommen wir wieder zusammen? Oh, junge Liebe! Aus dem Weg, ich muss zu Christina.
Ah, Bettler. Dude, Christina. Huch, da bricht alles zusammen. Was zum... Christina? Was... Ich soll ihr hinterherlaufen. Wie soll ich sie denn bekommen? Hä? Wie wär's mit der da? Oh, sie ist hübsch. Gut, dann geh und sprich mit ihr. Einfach so? Worüber denn? Das ist egal. Weißt du, kleiner Bruder, die meisten Männer haben Angst vor schönen Frauen. Wenn du dich traust, mit ihnen zu sprechen, hast du einen Vorteil. Du musst nur improvisieren. Okay, das ist eigentlich die Vergangenheit, endlich dürfen wir das nicht tragen. Was? Was? Warum steht ihr so da? Oh, weil ich... Ich wollte euch fragen, was... Wie lautet euer Name? Oh, ihr werdet ihn eh nie benutzen dürfen. Aspekta, ich war noch nicht bereit. Ich wollte wirklich charmant sein und lustig. Bekomme ich eine zweite Chance? Naja. Ezio, noch ist nicht alles verloren. Sie hat dich angelächelt. Sie wird sich an dich erinnern. Nein, ich kann das noch schaffen. Ich folge ihr und finde raus, wo sie wohnt. Ja, ganz genau. Freunde, wenn ihr irgendwo im Park mal eine Frau kennenlernt, die ihr hübsch findet, folgt ihr einfach, findet heraus, wo sie wohnt und bleibt vor ihrer Tür stehen, bis sie rauskommt. Dann folgt ihr weiter. Das mögen Frauen. Definitiv. Eine zweite Chance. Christina folgen, um ihre Aufmerksamkeit zurückzugewinnen. Das Problem ist, eigentlich dürften wir nicht so aussehen. Eigentlich dürften wir nicht so aussehen. Datenbank. Nee. Option auch nicht, ne? Ich glaube, ich kann mich hier nicht umziehen. Datenbank, die Wahrheit, Dokumente. Die Wahrheit, geheime Orte, Menschen. Nee, ich glaube, ich durfte nicht. Ja, gut, dann lassen wir es so. Schade. Hallo. Ich soll sie Jetzt soll ich sie auch noch behelligen, oder was? Hallo. Bin wieder weg. Alter, wie krank ist denn das? Leuten zu zeigen, dass sie eine Frau verfolgen sollen. Als ob. Hey, Dude. Komm mal her. Was soll das? Schade, ich würde mich gerne umziehen, aber es geht leider nicht. Hast du nicht gesehen, Madame? Christina Vespucci. Schülerin, Adlige, ja. Das ist die Christina. Die wir schon kennen. Na gut, ihr wisst ja, wie das ist. Also, wir hätten theoretisch eigentlich jetzt andere Klamotten an. Unsere alten. Wir hätten halt wie früher ausgesehen. Das müsst ihr euch nur bildlich vorstellen. Ich glaube, ich werde meine Kleidung gleich ändern. Dass wir wieder aussehen wie vorher. Euch nicht. Obwohl die Rüstung geil ist. Naja. Ich werde sowieso bereuen, wenn wir die nächste Christine-Erinnerung haben. Von daher. Mach ich nicht. Hey, kein Grund überzuschnappen. Ich will nur protzen vor ihr.
Sag mal, Mädel, kannst du nicht einen einfachen Weg nehmen? Muss es immer die schwere Tour sein? Ja, super. Alter, geh doch einfach hoch. Jetzt rede ich nicht um, als wenn ich die verfolgen würde. Als wenn ich mal verfolgen würde. Ich bin doch nicht krank. Ich sagte doch, ich bin nicht interessiert. Sie. Aber ich. Hinten anstellen. Ich glaube nicht, Amore mio. Ich werde nicht mehr länger darauf warten, dass du deine Beine freiwillig spreizst. Du räudiger Köter! Was willst du hier? Das hat nichts mit dir zu tun. Auch dir einen schönen Abend, Vieri. Ich glaube, die junge Dame fühlt sich belästigt. Du bist erledigt, Ezio. Hörst du mich? Erledigt! Mehr hast du nicht zu bieten? Halt die Klappe, ich bring dich um. Ist sie schon, ja? Du wirst für die Einmischung bezahlen. Deine ganze Familie. Vielen Dank. Das war sehr nett von euch. Geht es euch gut? Jetzt ja. Ihr hattet nach meinem Namen gefragt. Ich bin Christina. Piacere, Christina. Ich bin Ezio. Nun, Ezio. Anscheinend habt ihr eure zweite Chance. Die ist wirklich hübsch. Yum, yum, yum. Eine zweite Chance. Tja, das ist crazy. Ich ändere hier die Klamotten jetzt. Scheiß drauf, Freunde. Auch wenn die Rüstung geil aussieht. Ich denke mal, wir haben uns alle satt dran gesehen. Es war schön, solange sie da war. Ich kann mich auch als Desmond verkleiden. Dann würde es vielleicht ein bisschen merkwürdig aussehen, aber... Nee. Also damals, als ich das Spiel gespielt habe, oder beziehungsweise als ich das zu Ende gespielt habe, bin ich tatsächlich nur noch als Desmond rumgelaufen. Einfach, weil ich sonst nichts zu tun hatte. Es ist traurig. Ups, das war die falsche Taste. So, Inventar. Monturen. Jetzt sehen wir aus wie immer. Eine schöne Rüstung, nicht weg. Der neue Zehnte. Wie du weißt. Also hier ist Desmond, das weiß ich. Wir haben jetzt einen schlechten Umhang an. Ja, sieht auf jeden Fall sehr schlecht aus. Gehen wir weiter. So, und da sind wir schon wieder. Diese Erinnerung, die wir freigeschaltet haben, das ist übrigens einfach nur das DLC. Darum können wir uns dann nach dem Spiel... Als erstes kümmern wir uns natürlich um den Bossi-Hauptmann, der eigentlich recht easy da hinten rumhängt. Noch nicht ganz so easy. Von der anderen Seite kommen wir ja schwer rein. Ups. Bist du nicht? Du hast hier nichts verloren, du Hund. Ja, so viel zum Thema. Ich mache das im Schleichdurchgang. Haben wir hier irgendwas? In welche Richtung ist der gelaufen? Hat das was gebracht? Beim Gift bringt mir jetzt auch nichts. Ganz, ganz easy, Freunde. Ganz, ganz easy. Was? Hast du irgendein Problem, Dude? Lass los. Ja. So, den Dieb lassen wir jetzt mal in Ruhe. Übrigens, sind wir auf der falschen Seite, oder? Übrigens habe ich gerade kurz eine Bank gekauft und habe das Geld abgehoben, währenddessen ich einen Schnitt gemacht habe. Deswegen solltet ihr euch nicht wundern, dass ich ein bisschen mehr Kohle in der Tasche habe. So, jetzt kann ich hier nicht mehr hochklettern.
So. Da haben wir doch den hübschen Turm. Wie kommen wir jetzt einfach hoch? Weißt du? Ja, jetzt hier. Genau das hatte ich vor übrigens. Das hier war eigentlich mein Plan. Der natürlich nichts bringt, weil wir hier nicht hochkommen. Übrigens, wir laufen jetzt nach rechts hoch. Glaube ich, hoffe ich. Hier. Versuchen wir es anders. Oh, ich sehe. Das war also doch nicht so verkehrt, dass wir da versucht haben, hochzuklettern. Das hätte man erstmal wissen müssen. Da. Ezio, ist das dein Ernst? So. Alter, jetzt klettert doch noch, verdammt nochmal. Willst du mich? Sag mal. Da ist ein Fenster. So. Zum Glück hat das überhaupt gar nicht meine Nerven geschadet oder so. Alter, jetzt kletter doch doch. Du musst doch nur springen. Wir klettern doch nach links. Wir klettern immer nach links. So, das dürfte mir nicht immer zu denken geben. Solltest du mal nach rechts gehen, dann ist das immer der falsche Weg. So, 12 von 24 gibt es gar nicht so viele. Gibt es noch eine andere Stadt? Außer Rom? Ich glaube nicht, dass es noch was anderes gab. Salve, Cittadini di Roma! Genießt diesen prächtigen Anblick! Katharina Sforza, die Hure von Forli! Endlich kriecht sie zu Kreuze! Ha! Niemand kniet tiefer als Lucrezia Borgia! Wer stiftete euch an? War es euer Bruder oder euer Vater? Vielleicht waren es beide! Vielleicht sogar gleichzeitig? Chiudi la bocca! Niemand beleidigt die Borgia! Und das gilt jedem, der uns die Stirn bietet! Gutes Volk von Rom, bleibt stark! Ihr werdet frei sein! Eure Zeit wird kommen, ich schwöre es! Sie werden sie foltern. Euer Ziel sind Cesare und Rodrigo. Katharina ist eine mächtige Verbündete. Wenn wir ihr in der Not beistehen, wird sie auch uns helfen. Vielleicht. Aber tötet zuerst Cesare und Rodrigo. Mal gucken. In die Engelsburg eindringen und Rodrigo und Cesare eliminieren. Nicht entdecken lassen. Okay, nicht entdecken lassen. Gott, das kriege ich doch nie im Leben hin. Bin viel zu krank drauf, als dass ich das könnte. Okay. Castel Sant'Angelo. Merke ich mir. Wenn des Auftrags kann ich das sowieso schlecht machen. Hast mich doch nicht mal gesehen. Danke, du Arschloch! Na gut. Das ist wohl gelaufen. Können wir auch direkt mal hier durchrushen. Ach, das ist voll mies. Ich hab mich doch im Busch positioniert. Vergesst den Papst, ihr untersteht nur mir. Rom ist der Eckpfeiler, der unsere ganze Unternehmung trägt. Rom darf nicht wanken. Und damit keiner von euch. Und il Vaticano? Diese Bande alter Männer? Spielt ihr Spiel mit. Schon bald brauchen wir sie nicht mehr. Er überlässt. Cesaro. Okay. Dann haben wir die Bengel schon mal gefunden. Ich vermute mal hier hoch. Bitte was? Ja, da stellt sich mir nur ein Problem. Wie soll ich das jetzt angehen? Ach so.
Kameraführung, vielen Dank. Schade, ey. Wir hätten das so einfach machen können. Yeah. Ich hätte mich gefreut, hätten wir da wirklich... Es hätte viel mehr Spaß gemacht, finde ich. Ich könnte das jetzt auch immer noch machen, aber das ist... Weiß nicht. Es gibt für mich keinen Sinn, weil wir entdeckt worden sind. Ach, ich erinnere mich noch hier ganz genau dran. Es gibt übrigens einen Erfolg. Da muss man von hier aus mit dem Gleiter fliegen, den wir später bekommen. Spoiler. Kann ich nicht einfach hier hochklettern? Ich glaube nicht, dass das reicht. Ich glaube tatsächlich, das hätte ewig gedauert, hier durchzugehen und nicht entdeckt zu werden. Ich erinnere mich, dass das hier eines der schwersten Aufträge war, die man so machen kann. So, den habe ich immer getötet, weil der mich sonst entdeckt hätte. Und dann springen wir doch erstmal runter. Erstmal springen wir runter, das gehört sich nicht in dieses Spiel. Immer aufs Maul fliegen. Solltet ihr immer lernen. So. Ja, das hätten wir sowieso nicht geschafft. Das ist ein viel zu schwerer Auftrag. Bitte nicht abschießen. Ich will nicht runterfallen. Nein. Tu mir das nicht an, Dude. Ach, shit. Huch. Okay, da will jemand aufs Maul. Alter, ist das dein Ernst? Ist das dein verdammter Ernst? Alter, was machst du denn? Oh nein, das wirst du bereuen. So, wollen wir doch mal sehen, wer was hier bereut. Na gut, gehen wir mal hier rüber. Ich glaube, das war auch einer der Aufträge, wo ich mich darauf gefreut habe, das zu machen. Weil ich das damals hinbekommen habe. So. Cesare. Lucrezia. Bruder und Schwester. Ich hoffe, du hast unseren Gast gut behandelt. Dieses Schandmaul. Wie gern würde ich es ihr zunähen? Ich persönlich bevorzuge es offen. Oh. Hast du mit dem Papst wegen der Gelder für meinen Bankier gesprochen? Er ist nicht in der Burg. Und er muss noch überzeugt werden, wenn er zurückkehrt. Das sollte kein Problem sein. Richtig? Nein. Nur, es wird recht einsam hier. Wir beide verbringen so wenig Zeit miteinander. Du bist so beschäftigt mit deinen anderen Eroberungen. Bald. Wenn ich Italiens Thron bestiegen habe, wirst du meine Königin sein. Und deine Einsamkeit gehört der Vergangenheit an. Ich kann nicht warten. Benimm dich, solange ich fort bin. Ekelhaft. Na gut. Lucrezia Borgia. So. Ernsthaft. Ich hab noch versucht, mich irgendwo festzuhalten. Ja, wie wär's, wenn du... Hallo? Ich glaube, springen bringt hier nicht viel. Du sollst nach links klettern. Nach links. Das ist links, genau. Nein.
Okay, springen wir so runter. Ich spring doch runter! Öffnet das Tor! Der Generalhauptmann reist nach Urbino! Buona fortuna, Padron Cesare! Machiavelli wird sicher schwer enttäuscht sein. Dann gehen wir mal hier rüber. So. So. So, meine Liebe. Ich bin da, um dich zu retten. Mach dir mal keine Sorgen. Kann sein, dass das heute übrigens eine längere Folge wird. Öffnet die Zelle. Wie verlief eure Reise? Wart ihr in Cesares Privatkutsche? Ihr seid erbärmlich, Lucrezia. Worüber hat er geredet? Seine Pläne für Napoli? Gefielen sie euch? Kann mich nicht erinnern. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Das wird euch eine Lehre sein. Sperrt ab und gebt mir den Schlüssel. Und jetzt? Ah, ich sehe schon. Katharina Sforza aus der Gefängniszelle bringen. Ja, das ist jetzt das Ding, was ich... Ihr erinnert euch, was ich erzählt habe? Die Person, die man tragen muss und nicht entdeckt werden darf, wenn ich vorstellen darf, Katharina. Man dürfte benennen, dass wir... Benennen, sage ich schon. Man dürfte noch auf jeden Fall anmerken, dass wir hier immer noch eigentlich nicht entdeckt werden dürften. Jetzt wäre es wieder vorbei. Deswegen, man muss hier echt aufpassen und die Situation immer und immer wieder neu machen. Deswegen, wir hätten es im Leben nicht geschafft. Im Leben nicht. Hallo. Ich sehe dich nicht, aber ich töte dich. Guck dir an, was das für ein schwerer Auftrag ist, wenn man nicht entdeckt werden darf. Dann die ganzen Leute töten. So, Lucrezia. Ich komme zu dir gleich. Irgendwann. Das war falsch. Ah, ich muss hoch. Ich muss hoch. Das ist auch nicht hoch. Da gehen wir, glaube ich, zurück. Auch nicht. Wir springen einfach mal runter. Nein, falscher Weg. Das sieht doch gut aus. Oder auch nicht. Ist nur so eine Art Schleichweg, oder? Mhm. Ah, ich sehe was, was du nicht siehst, spielen wir heute. Ja, das war schon mal falsch. Hä? Hä? Da ist ja mal nix. Aber da muss ich doch holen. Guckt sich an. Muss man nicht verstehen, oder? Und wenn wir noch höher gehen? Und hier kommen wir. Ah. Oh, mein Rücken. Bitte, könnt ihr mir diesen Wasserkrug reichen? Ich komme nicht heran. Oh, achso. Was machst du hier? Meinen Schneider aufsuchen. Für meine Rettung würde Cesare sich rächen. Zum Glück für uns ist er nicht da. Ob es einen zweiten Schlüssel gibt? Die Wache gab ihren Lucrezia, also fürchte ich nicht. Weißt du, wo sie ist? Ihr Quartier ist ganz oben im Castello. Gut, bleib hier. Der Schlüssel gehört quasi mir. Ich gehe nirgendwo hin.